Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Güstrow TV. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein Wohnzimmer und das ist fast komplett mit einem Fußballstadion ausgefüllt. Na, da staunen Sie vielleicht nicht schlecht. Und genauso erging es uns, als wir Stefan Bugentin besucht haben. Die ganze Geschichte erfahren Sie in unserem ersten Beitrag. Der Güstrower Stefan Bugentin ist Bastler, Tüftler und Fußballfan. Um alle Hobbys miteinander zu verbinden, baute sich der gelernte Dreher und Trockenbauer sein eigenes Fußballstadion ins Wohnzimmer. Die SB-Arena mit den Maßen 2,5 x 2 Meter passt auf eine Tischtennisplatte und ist ein modernes Stadion mit grünem Kunstrasen, Flutlicht, elektronischer Anzeigetafel, Bandenwerbung, VIP-Logen, Trainerbänken und 2300 Zuschauerplätzen. Wie kommt man auf eine solche Idee? Das mache ich schon aus früher Kindheit. So ab 12, 13, so ging das ungefähr los. Mein Vater hat auch so ein bisschen gebastelt, da habe ich mir dann auch ein bisschen abgeguckt. So, und dann war ich großer Fußballfan und habe mich immer begeistert für Fußballstadion. Und weil ich das nicht haben konnte, habe ich mir das immer als Modell alles gebaut. Dann fing das mit dem Zirkus an, dann bin ich im Zirkus gewesen, wollte einen Zirkus haben, habe ich mir den als Modell gebaut. Und so verlief das alles. Nun machen wir ja hier Meisterschaften und dann haben wir das seit 78 machen wir das in Anführungsstrichen professionell. Und das ist jetzt nicht das erste Stadion, das ist schon das fünfte, sechste. Immer im Herbst holt der 50-Jährige seine SB-Arena aus dem Keller und baut sie im Wohnzimmer auf. 5 Stunden dauern Transport und Montage, wenn er keine Helfer hat. Dann sind Meisterschaften und Pokalrunden angesagt. Dazu hat Stefan Bugentin 6 Mannschaften mit eigenen Trikots geschaffen. Für die Spiele lädt er sich Freunde ein. Er selbst trainiert die Mannschaft vom Güstrower Sportverein Eintracht. Für Güstrow TV holte der Bastler seinen Schatz schon jetzt aus dem Keller und lud Ronny Bauermeister und Dominik Dennecke zu einem Freundschaftsmatch ein. Es spielen Rot-Weiß Pommes gegen Arminia Güstrow. Sogar das Stadion füllt sich zu diesem freundschaftlichen Vergleich. 800 Fans sind gekommen. Im Herbst, verspricht Stefan Bugentin, werden es mehr sein. Dann hat er nämlich wieder neue Zuschauerfiguren angefertigt. Gespielt wird 2x5 Minuten. Geschossen wird der Ball mit dem Finger aus dem eigenen Strafraum in Richtung gegnerisches Tor. Für das Spiel in der Stefan-Bugentin-Arena gelten hausgemachte Regeln. Die Regeln sind wie folgt. Die habe ich nicht ganz alleine gemacht. Da haben die Kumpels auch ein bisschen zugesteuert, wie es nur am besten läuft. Das Spiel dauert 2x5 Minuten. Es kann auch sein, dass ein Elfmeter passiert. In der Mitte steht ein Schiedsrichter. Wenn der umgeschossen wird, dann gibt es Elfmeter. Dann wird auch die Uhr gestoppt. So. Dann muss der andere seine 4 Feldspieler wegnehmen vom Tor und der andere darf dann schießen. Und dann muss der Ball auch nicht im Tor liegen bleiben. Dann zählt es auch so. Gut, dann wird wieder aufgestellt und es geht weiter. Passiert das den Spieler nochmal, dass er ein Elfmeter wird, dann muss er von seinen 4 Leuten einen wegnehmen. Kriegt er praktisch die gelb-rote Karte. 2x5 Minuten, so, dann ist das Spiel beendet. Sprich, erste Halbzeit, da wird gewechselt und dann geht das wieder von vorne los. Und wie gesagt, das Wichtigste dabei ist, dass der Ball muss im Tor liegen bleiben. Ne? Weil sonst wäre das so einfach und dann wird es nur Streiterei gehen, weil man so schnell gar nicht gucken kann. Weil er rein und raus, ja, das sind die Regeln. Und der Bessere gewinnt. Inzwischen sind die Mannschaften aufgelaufen. Ronny mit RW Pommes trägt den ersten Angriff vor. Hin und her wogt das Spiel. Die Fans sind begeistert. Das erste Tor fällt in der 2. Minute. Dominik hat es mit einem straffen Schuss erzielt. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Dominik hat den Schiedsrichter umgeschossen, also gibt es 11 Meter für Ronny. Er erzielt den Ausgleich. Beim Stand von 1:1 pfeift der Schiedsrichter die Partie zur Halbzeit ab und schickt die Mannschaften zum Pausentee in die Kabinen. Schade, dass ich zum Schluss noch den Ausgleich kassiert habe. Aber im vergangenen Jahr war das noch ein bisschen spannender, weil da waren wir auch 6 Personen. Und ja, so gut habe ich da aber nicht abgeschnitten. Aber das werde ich im neuen Jahr oder in der neuen Saison besser machen. Für die 2. Halbzeit werden die Seiten getauscht. Bei den Spielern der Mannschaft von RW Pommes hat die Pausenansprache des Trainers gefruchtet. Das Team ist jetzt drückend überlegen und gewinnt das Spiel mit 3:1 Toren. Dominik nimmt es leicht und tröstet sich. Bis zu den Meisterschaftsspielen im Herbst ist noch genügend Zeit zum Trainieren. Vielleicht werden auch ein paar neue Spieler eingekauft. Aber auch Bastler Stefan Bugentin hat bis zu den nächsten Meisterschaften noch einiges vor. Was denn voraussichtlich kommt, ist wieder eine neue Anzeigetafel. Die wird dann so art digitalisiert mit einem Tablet. Und mal sehen, ob wir das hinkriegen. Das mache ich dann mit meinem lieben Schwiegersohn, ob der das so hinkriegt. Neben den Verbesserungen am Stadion denkt der Bastler schon an Weihnachten. Fast fertiggestellt ist ein Schwibbogen, der sich über eine traumhafte Landschaft zieht. Bis auf 2 kleine Figuren hat Stefan Bugentin alles selbst gebaut. Als Werkstatt dient ihm dabei übrigens die Küche seiner gemütlichen Zweiraumwohnung.
Das BBM-Einrichtungshaus ist einzigartig in der Region. Die größte Polstermöbelausstellung der Region mit geschulten Einrichtungsberatern. Die größte Esszimmerabteilung der Region. Das größte Küchenstudio der Region mit ihrer Küche von der Planung bis zum Einbau. Das größte Stressless-Studio der Region. Alles für Ihr neues Schlafzimmer und im Matratzenstudio beraten Sie ausgebildete Ergopraktiker. Das BBM-Einrichtungshaus auf dem MAZ in Mühlengeetz erwartet Sie. Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege hat eine neue Direktorin. Es ist Dr. Marion Rauchert. Um mehr über Sie und Ihre Pläne für die Fachhochschule zu erfahren, haben wir Dr. Rauchert an ihrer Wirkungsstätte besucht. Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Frau Dr. Rauchert, zunächst herzlichen Glückwunsch zur Bestellung als Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege. Ein langer Name. So ganz neu ist Ihr Gesicht an der FH ja nicht. Was haben Sie vorher gemacht? Ja, die Aufgabe der Direktorin der Fachhochschule habe ich hier sehr gerne übernommen. Und vorher habe ich zunächst einmal Psychologie studiert in Jena und habe dann meine erste berufliche Station an der Humboldt-Universität in Berlin gehabt. Ich habe dort gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Lehre und Forschung und habe mich dann eben weiterqualifiziert. Ich habe also einige Semester Kriminalistik studiert und Hochschulpädagogik und eben auch promoviert. Ja, und fachlich-inhaltlich waren meine Schwerpunkte immer im Bereich der Personalauswahl und Personalentwicklung. Und das hat sich auch wie ein roter Faden durchgezogen. Die FH ist ja zuständig für die Aus- und Weiterbildung von Personal für die Verwaltung, für die Polizei und Justiz. Von wie vielen Studenten sprechen wir da in etwa? Zurzeit sind etwa 600 Auszubildende und Studierende hier bei uns und wir haben dafür 80 Lehrende. Daraus können Sie schon sehen, es ist ein relativ gutes Betreuungsverhältnis und es mag eben auch ganz wesentliche Grundlage dafür sein, dass die meisten unserer jungen Männer und Frauen, die bei uns eine Ausbildung machen beziehungsweise ein Studium, das auch erfolgreich absolvieren. Die Verlustquote liegt weit unter 10%. Das kann sich also richtig gut sehen lassen. Und für uns ist ganz besonders wichtig, dass wir für die Zukunft, es wird so sein, dass wir sehr viel mehr Anwärterinnen und Anwärter einstellen müssen, um diesen großen Personalersatz, Nachersetzungsbedarf, den es in den Verwaltungen von Land und Kommunen gibt, dass wir das eben auch sicherstellen können. Dafür brauchen wir natürlich eine andere personelle Ausstattung und wir hoffen hier sehr, dass wir in Zukunft auch gleich behandelt werden mit den staatlichen Hochschulen im Bereich des Bildungsministeriums. Das bedeutet ganz konkret auch von Personaleinsparungen dann ausgenommen sind. Nun eine Frage, die man jeder neuen Direktorin stellt. Welche Entwicklungen wollen Sie beibehalten und wo sehen Sie vielleicht Raum und Reserven für Veränderungen? Beibehalten wollen wir auf jeden Fall das, was sich gut bewährt hat. Unsere wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Ausbildungs- und Studiumkonzeptionen, dass unsere Ausbildung, unser Studium hier finanziert wird und dass eben eine gute Betreuung der Auszubildenden und Studierenden gewährleistet ist und es auch sehr attraktive Rahmenbedingungen hier gibt am Standort Güstrow für das Studium. Ganz wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, dass unsere Absolventinnen und Absolventen also eine hohe Garantie haben, übernommen zu werden in die Verwaltung von Land und Kommunen. Was wir neu machen wollen, sind Aspekte, wir wollen über die Bildung hinaus stärker noch Dienstleister werden für die Verwaltungsbereiche in Land und Kommunen, zum Beispiel unsere guten Kenntnisse über Personalauswahl auch weiter zur Verfügung stellen. Zweitens wollen wir uns engagieren in dem Bereich der Qualifizierung von Frauen in Führungsfunktionen. Wir wollen mehr
mehr Forschung betreiben. Gerade sind wir zum Beispiel mit involviert in die Dunkelfeldstudie, die hier im Land Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit der Universität Greifswald und dem Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt wurde. Da sind wir eben auch dabei. Und der vierte Aspekt, der für mich ganz herausragend wichtig ist, ist eine bessere Vernetzung mit den anderen Hochschulen im Land und auch länderübergreifend zu erreichen. Zu ihrer Amtseinführung forderte der Innenminister, dass diese hervorragende Fachhochschule, so seine Worte, noch mehr in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden sollte. Haben Sie da Ideen zu? Neben den Feldern, auf denen wir bereits gut unterwegs sind, also Internetauftritt, Medien eben und auch der Besuch von Messen, müssen wir natürlich auch noch andere Wege finden. Zum Beispiel ist es bei uns jetzt gelungen, in die Kampagne Studieren mit Mehrwert aufgenommen zu werden. Und wir sind jetzt mit den anderen staatlichen Hochschulen des Landes gemeinsam unterwegs, sowohl in Printmedien als auch eben auf Messen und Werben. Für uns ist ein großer Vorteil, dass man mit einer viel größeren Bandbreite eben auch werben kann. Darüber hinaus ist natürlich die wichtigste Werbung die Werbung mit unseren Produkten. Das bedeutet, mit diesen erfolgreichen Studiengängen und mit unseren Absolventinnen und Absolventen als Botschafter, und auch das können wir noch verstärken. Ja, Frau Dr. Rauert, herzlichen Dank für das Gespräch. Und da wir bei Wünschen sind, haben wir von Güstrow TV natürlich auch einen. Und zwar, dass Sie uns auch weiterhin informieren über die Geschichten, die hier passieren, über die Vorgänge, über Veranstaltungen. Und wir können darüber berichten. Hat ja auch was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Und in Ihrem neuen Job alles Gute. Vielen Dank. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Gerade ist in der Rostocker Petrikirche eine umfangreiche Ausstellung mit Werken des Güstrower Bildhauers Henning Spitzer zu Ende gegangen. Wir haben den Künstler in seinem Atelier besucht, um einen kleinen Einblick in seine Arbeit zu gewinnen. Mit diesem Beitrag beginnen unsere Nachrichten. Ortstermin im Atelier von Henning Spitzer im ehemaligen jüdischen Gemeindehaus im Krönchenhagen 13. Der Bildhauer arbeitet seit Dezember an einer Hebefigur, wozu ihn eine Aufführung des Balletts Schwansee inspirierte. Vor 2 Jahren fertigte der Künstler dazu eine Figurine aus Modellierwachs und beschloss jetzt, das Motiv als Großplastik zu fertigen. Auf dem Weg dazu schuf er zunächst eine, wie es der Bildhauer nennt, Schnellstudie aus Gips. Danach fertigte Spitze ein stabiles Metallgerüst, das nennt der Künstler die Seele der Figur, und ummantelte es mit Gips. Ideal ist, wenn der Künstler nach einem lebenden Modell arbeiten kann. Also die Empfehlung ist immer, nach Modell anzufangen. In der Modell, in der Natur gibt es das Unvorstellbare, das Wunderbare, was sich keiner ausdenken kann, das, was man entdecken kann, wo man die Sinne nach trainieren kann. Das würde ich sagen, das ist der Start in ein künstlerisches Leben. Man trifft sich hier, man vereinbart vielleicht 1,5, 2 Stunden. Fängt an am besten mit Zeichnen. Man schaut, welche Körperhaltung zu demjenigen gehören. Also man versucht ihm nicht etwas vorzugeben, sondern ihn mehr zu entdecken, zu erleben. Und dann anschließend, ja, wenn genügend Empfindung ist, dann überlegt man, ob jetzt vielleicht eine Plastik oder vielleicht ein Bild oder etwas daraus entstehen kann, sich entwickeln kann. Nach der umfangreichen Präsentation seiner Werke im Nordschiff der Rostocker Petrikirche plant Henning Spitzer für dieses Jahr weitere Ausstellungen. So werden seine Arbeiten über Pfingsten in der ehemaligen Wassermühle in Köln bei Hoppenrade, in der Kunsthalle Wittenhagen bei Neubrandenburg und in der Galerie Bisset in Schleswig-Holstein zu sehen sein. Darüber hinaus leitet er im Kinderjugendkunsthaus an jedem Mittwoch einen Mal- und Zeichenzirkel und jeden Donnerstag einen Kurs Porträtplastik. Die Kreisvolkshochschule Güstrow bietet an jedem Mittwoch einen Malkurs im Atelier des Künstlers an. Die Rollschuhläufer des 1. Güstrower Rollsportvereins begeisterten am Mittwoch in der Sport- und Kongresshalle über 200 Kinder aus Horten und Kindertagesstätten. Die kleinen und großen Läuferinnen zeigten Tänze und Szenen aus dem letztjährigen Weihnachtsmärchen Aschenputtel. Für eine komplette Aufführung der Inszenierung fehlte das Personal. In der Ferienzeit sind viele Kinder, die den Rollsport ausüben, verreist. Moderatorin Benita Blankenburg, die in dem Stück Aschenputtels Stiefmutter darstellt, erzählte das Märchen und führte Gespräche mit der Hauptdarstellerin, dem Prinzen und weiteren Mitwirkenden. Und natürlich wurde viel getanzt. So zeigten Hanna Schewe und Annika Jung, wie sie sich als Stiefschwestern auf den Ball vorbereiten. Ja.
Einige der kleinen Zuschauer hätten sich am liebsten Rollschuhe untergeschnallt und mitgemacht. Doch dafür braucht es viel Übung. Eine Möglichkeit, an einer Schnupperstunde teilzunehmen, besteht immer am Montag und Mittwoch ab 16 Uhr beim Training der Rollschuhläufer in der Sport- und Kongresshalle. Am 22. und 23. März nehmen etwa 30 Rollschuhläufer des Vereins an den deutschen Showmeisterschaften im Rollkunstlauf in Kiel teil. Studenten, Schüler und Jugendarbeiter weilten in dieser Woche zu einem Lehrgang zum Erwerb der Jugendleiter-Card in der Jugendherberge Schabernack. Die Juleika, wie sie abgekürzt heißt, ist Voraussetzung, um in Ferienlagern oder Gruppenfreizeiten als Betreuer tätig zu werden. Auf dem Lehrprogramm standen unter anderem rechtliche Fragen, Grundlagen der Pädagogik, Vorträge zum Verhalten in der Gemeinschaft und ein Erste-Hilfe-Kurs. Das Jahr hat für die Güstrower Jugendherberge, die 1996 in Betrieb genommen wurde, gut begonnen. Über 400 Übernachtungen im eher nachfragearmen Monat Januar sind eine passable Zahl. Insgesamt verzeichnete die Herberge im vergangenen Jahr 12.600 Übernachtungen und lag damit leicht über dem Plan. Auch für dieses Jahr registriert Herbergsleiterin Dagmar Hinrichs bereits viele Vorbuchungen. Viele Stammgruppen haben sich wieder angemeldet, Ostern und Pfingsten sind stark nachgefragt. Und wer kommt hauptsächlich in die Jugendherberge? Hauptklientel nach wie vor Schulklassen, wobei dieses Segment auch von Familien langsam abgelöst, verdrängt wird. Also Familien werden zunehmend mehr. Wir haben einfach entdeckt, hier eine Familienjugendherberge in Güstrow gibt schöne Zimmer mit Dusche, WC. Güstrow bietet auch einiges für die Familien. Natur- und Umweltpark liegt vor der Tür. Also das hält sich mittlerweile fast die Waage, Schulklassen und Familien. Für die Gäste stehen zahlreiche Programme zur Auswahl. So ist der Natur- und Umweltpark für Schulklassen ein beliebtes Ziel. Sie erkunden auf einer Stadtrallye die Barlachstadt, nutzen die Mühlrosiner Bowlingbahn oder tummeln sich in der warmen Jahreszeit an der nahegelegenen Badestelle. Aufmerksam machen möchte ich Sie auf eine Familienvorstellung im Ernst-Barlach-Theater. Am Sonntag, dem 22. Februar, gastiert dort der bekannte Liedermacher Gerhard Schöne. Beginn ist um 16 Uhr. Und der Titel des Programms lautet »Denn die Jule schläft fast nie«. Als langjährige Zuschauer von Güstrow TV wissen Sie, dass jetzt noch drei weitere Tipps folgen. Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Riemel und Verteller, Tauschläden vorn, Peikem, Schlittern und so wieder. Gibt es am Mittwoch, dem 18. Februar um 15 Uhr im Haus der Kirche im grünen Winkel 10. Zu dieser Veranstaltung laden die Güstrower Platznacker ein. Irina Grünwald, Violine, und Grigori Grußmann, Piano, präsentieren ein romantisches Violinenkonzert. Die beiden Künstler interpretieren Werke unter anderem von Paganini und Chopin. Das Konzert beginnt am Freitag, dem 20. Februar um 19 Uhr im Renaissance-Raum. Begehren und Betrug, Massenmord und Massenmanipulation. Christian Petzold erzählt in seinem Film Phönix mit den Mitteln von Melodram und Film Noir über den Holocaust. Zu sehen ist der Streifen am Montag, dem 16. Februar um 20.15 Uhr im Südstadtclub. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Wir sind am Ende dieser Ausgabe von Güstrow TV angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Das nächste Mal führt Sie wieder meine Kollegin Sieglinde Seidel durch das Programm. Sie berichtet unter anderem von einer Begegnung mit Asylbewerbern. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie unserem Sender treu. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Wochenendwetter heiter bis wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Nach den Nachrichten am Wochenende natürlich der Blick noch aufs Wochenendwetter, heiter bis ... Tja, liebe Kinder, nach den Winterferien, ihr seht es, der Schnee ist geräumt, der Weg ist wieder frei in Richtung Schule, aber ein Wochenende habt ihr noch und das lässt nochmal richtig hoffen, denn wir haben tatsächlich nochmal eine Portion Sonnenschein an beiden Tagen, Samstag und Sonntag, Temperaturen im Bereich 5 bis 7 Grad plus, wird schon ein Tick milder und es bleibt sogar richtig trocken. Auch windmäßig ist nicht richtig kühle dabei, das heißt, es fühlt sich auch angenehm warm an, wenn die Sonne auf Güstrow runterscheint. Die Nachtwerte, da geht es noch runter bis minus 1 Grad.
Grad, das heißt Temperaturen um den Gefrierpunkt. Da vielleicht Vorsicht, morgens ein bisschen aufpassen. Und wir haben am Sonntagmorgen etwas Hochnebelfelder. Ansonsten bleibt es wirklich heiter bis sonnig. Und mal gucken, ob bei euch nächste Woche Gewitterwolken aufziehen, was die Schule betrifft. Auf geht's. Ich bin für einige Wochen weg. Auf mich müsst ihr verzichten. Aber wenn ich wiederkomme, habe ich den Frühling im Gepäck. Tschüss, bis dahin, ihr Wetterfrosch. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.